Fun, hier ist euer Aboram zurück aus? In Mafia Definitive Edition. Salieri hat uns abgezogen! Treffer Tom. Zum Glück kann man mit Drogengeld viele Leute kaufen. Macht ihn alle, Jungs! Bring ihn um! Hey! Diesmal wird dich niemand zum Arzt tragen, Sam. Töte mich, aber der Don, er wird dich immer verfolgen. Lass mich leben. Ich sag Salieri, dass du tot bist. Du kannst verschwinden, genau wie Frank. Aber du bist schlau und bleibst verschwunden. Stimmt's? Was ist passiert? Hat sich in Europa versteckt. Aber der alte Idiot hat auf Hunderennen gewettet. Wurde von einem Freund der Familie entdeckt. Und Salieri hat Leute geschickt. Und seine Familie? Gehört. Du kannst es nicht, richtig? Diese leise Stimme in deinem Hinterkopf klingt vielleicht wie deine Tochter oder Sarah. Hält dich davon ab, abzudrücken. Und du kannst dich nicht entscheiden. Mit jedem beschissenen Wort aus deinem Mund wird es leichter. Wir hatten
alten gute Zeiten, oder? Weißt du noch, als ich, du und Polly... Ich weiß, das ist bestimmt nicht leicht für Sie und ich will Ihrer Familie helfen, aber ich kann Ihnen nur helfen, wenn Sie vor Gericht aussagen. Das verstehen Sie doch, oder? Sie müssen da oben sitzen, vor Salieri, Ralphie, Vinnie, vielleicht sogar Sarahs Vater. Ich glaube nicht, dass Sie die Eier dafür haben. Ich werde tun, was nötig ist. Aber Sie müssen meiner Familie neue Namen besorgen und sie weit wegbringen. Oh, langsam. Zwischen unserem Gespräch hier und Sarah an einem sicheren Ort liegen Meilen. Ich habe wohl Ihre Zeit verschwendet. Und meine. Ich muss weg. Tom. Ich habe auch eine Familie. Eine Frau und 4 Jungen. Irische Zwillinge. Ja. Also verstehe ich, was Sie jetzt gerade durchmachen. All die Sorgen über Sie, die Angst, dass jemand von Ihnen vor Ihnen stirbt. Aber dieser Fall ist einer der größten in der Geschichte dieser Stadt. Er könnte sich über Jahre ziehen und ich weiß nicht, ob ich sie so lange beschützen kann bei dem, was gerade passiert. Jeder muss schauen, wo er bleibt. Sogar korrupte Cops. Ich bin nur ehrlich. Ich kann ein paar Kollegen trauen, aber nicht vielen. Wenn ich mich zwischen ihnen und mir entscheiden muss, werde ich meine Frau nicht zur Witwe machen. Und sie am Leben zu erhalten ist auch nicht sauber, aber ich versuch's. Sie wollen mir weismachen, für Sie stünde nichts auf dem Spiel. Es geht um Ihre Karriere, genau jetzt. Egal, wie es für mich ausgeht, ob ich lebe oder sterbe, Sie können Morellos Fall knacken und einen Don einsperren. Salieri ist Ihr Vermächtnis. Sie kennen mich nicht besonders gut, Tom. Salieri gehört ganz einfach ins Gefängnis. Solange Sie mir dabei helfen, helfe ich Ihnen. Das ist doch schon alles. Dann muss das genug sein. Vor langer Zeit, in einem anderen Leben, erzählte mir jemand, die Familie sei die Achillesferse eines Mannes. Seine größte Schwäche. Vielleicht hatte er recht. Denn alles, was ich getan habe, gut oder schlecht, tat ich für die Familie. Ich habe Menschen verraten, die ich für meine Freunde hielt. Ich habe schwere Versprechen gehalten. Ich habe 8 Jahre in Einsamkeit verbracht. Versucht, mich zu finden, damit ich nach Hause kann. Als besserer Ehemann. Als besserer Vater. Als besserer Mann. Jetzt, da ich viel älter bin
und ein wenig weiser. Erkenne ich, dass Familie unsere größte Schwäche ist. Aber auch unsere größte Stärke. Sie lässt uns morgens aufstehen. Sie lässt uns unsere Träume jagen, auch wenn sie uns immer entwischt. Und sie richtet uns auf, wenn wir zu müde für jeden weiteren Schritt sind. Mr. Angelo? Ja? Mr. Salieri lässt schön grüßen. Tommy! Es ist okay. Ihr seid jetzt sicher. Ihr seid alle sicher. Vergesst nicht. Geld, Arbeit. Sogar die besten Freunde kommen und gehen. Aber Familie, Familie ist für immer. Auch hier gibt es nicht wirklich viel zu erzählen. Es ist ein schlauchartiger Aufbau, das soll heißen, ihr könnt hier durch die Gänge laufen und die Gegner fertig machen. Das war's auch schon, von daher fehlt hier von mir wieder etwas Input. Aber ich hoffe, euch hat das alles gefallen. Solltet ihr noch Wünsche und Anregungen haben, noch ist das Spiel bei mir installiert. Ich kann noch für euch hier das ein oder andere Schmankerl noch anbieten. Solltet ihr Interesse haben, auch an anderen Videos, so schreibt mir. Und ich denke mal, als nächstes kommt bei mir wieder Assassin's Creed on Board. Von daher, ciao, ciao, bis demnächst, euer Abo.